So, willkommen zu Watch Dogs Folge Nummer 11. Reichlich Betrieb auf dem Betriebshof. Hallo Kerstin. Hallo Michael. So, das ist ja die Mission, wo ich in der letzten Folge gestern dann auch gestorben bin. Oh, Schatz. Ja. Tut mir so leid für dich. Danach habe ich sie dann 700 Mal gespielt. Dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke. Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Wollte nur kurz was gucken, ich weiß schon gar nicht mehr was. Dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Ja, das wissen wir ja alle schon. Also, ich kann ja schon mal ein bisschen reden, weil das kennen wir ja alle schon. An dieser Stelle ist es so, dass es eine zweigeteilte Mission ist. Das heißt, man muss da dieses Bahnbetriebsgelände infiltrieren. Der Typ, der jetzt gerade zu uns spricht, den haben wir ja gesehen mit dem Scharfschützengewehr, der unterstützt uns. Leider nicht so, wie ich es mir gehofft habe. Man muss die ablenken da. Und wenn man die ablenkt, dann hilft er, indem er nochmal schießt, was er wohl jetzt gerade in diesem Fall gemacht hat. Also man muss da auf dieses Gelände und dahin ist das gelbe Sechseck, da müssen wir hin. Und das ist eine sehr komplizierte Mission für mich gewesen, weil ich habe es ja wie gesagt 5-6 Mal gespielt, bestimmt. Und es sind sehr viele Leute und es gibt immer in diesem Fall 2, die Alarm schlagen können und dann kommen noch mehr. Also gilt es natürlich, die als erstes auszuschalten. Und mal zu schleichen, Schatz, das liegt dir ja nicht so, das ist ja bekannt, aber... Ja, auch das habe ich dann versucht und auch getan. Genau, also erstmal runter, ein bisschen die Lage sondieren. Auf der Minimap sieht man ja, welche Typen da so rumlaufen und wo die gerade hingucken. Der kleine Pfeil zeigt das, wo die hingucken. Und wenn die, ich spiele das ja im Leichtmodus und dann dauert es, also selbst wenn die einen sehen, dauert es einen kleinen Moment, bis die einen erkennen. Sehen ein bisschen aus wie Mäuse da im Vorschaubildschirm. Ja, das könnte man auch so sehen, ja. Also immer schön in Deckung begeben. Und es hat an dieser Stelle mir auch mehrfach das Glück in die Hände gespielt oder der Zufall. Zufi. Ich habe jetzt erstmal versucht, so abzulenken, wie soweit es nur geht. Das hat aber auch nicht viel gebracht. Nützlich sind die zahlreichen Kameras. Da sieht man die Leute nämlich besser. Kann sich bis vorne hin sozusagen durchgucken und gucken, wo die läuft. Da steht zum Beispiel direkt einer vor dieser Tür, wo ich nachher hin muss. Den lenke ich mal mit dem Gabelstapler ab. Dann geht der da nämlich weg. Das kann schon mal nicht schaden. Übrigens, jetzt habe ich auch den Sinn dieser roten Markierung da auf ihm verstanden. Da steht ja Schütze. Das stimmt schon, weil er schießt, aber das ist auch ein Rang. Es gibt unterschiedliche Ränge. Also der Schütze ist ein ziemlich Billo, der ist also leicht zu kriegen. Dann gibt es zwei mit so einem Doppelpfeil. Das sind dann schon, ich glaube, Veteranen heißen die. Die sind schon viel besser. Und dann gibt es welche mit einem Stern. Und das sind die Supertypen, die sind also super gut und da hat man auch wenig Chancen. Also mit denen hier wird man eigentlich relativ leicht fertig. Da gibt es ja zahlreiche Dinge zum Ablenken. Ich hatte eigentlich gehofft, wenn ich den Gabelstapler betätige, dass mein Kumpel da mit dem Scharfschützengewehr was tut, macht er aber nicht. Der Typ da, der jetzt so eine rote Raute drum hat, der kann Verstärkung rufen. Das heißt, den sollte man unbedingt erledigen. Weil sonst, woran siehst du, dass der das ist, der Verstärkung rufen kann? Erstmal hat er es kurz gezeigt eben, also stand so, da. Ach so, weil er so hier diese... Ja, genau. Und es stand auch eben ganz ausgeschrieben, kann Verstärkung rufen. Das zeigt er nicht immer, aber in dem Fall hat er es gezeigt. Also weil er diese zwei roten Lautsprechersymbole an der Seite hat. Genau. So, noch sehen die mich alle nicht, klar. Ich bin ja hinter der Deckung, ist ja auch schön dunkel da. Ich glaube ja, das Spiel hat feste Fahrtangaben, auf denen die laufen. Und nur wenn man die stört, weichen die davon ab. Das heißt, wenn man sich einfach mal Zeit nimmt und guckt, wie die so laufen, könnte das auch schon helfen. Aber ich war so ein bisschen nervös. Der geht jetzt da hoch und das tut er immer. Das habe ich nämlich zweimal schon beobachtet. Also daher komme ich auf diese Theorie. Der passt ja dann zu wie Mäuse. Richtig. Und irgendwas müssen sie ja da rein programmiert haben. Ganz zufällig werden die nicht laufen. Aber die werden eine gewisse Strategie jeder verfolgen. Die künstliche Intelligenz da, wenn man es so nennen darf.
So, das Schöne ist, der kommt da nämlich jetzt nach vorne und ich gehe hier in die Deckung. Und dann musste ich leider musste ich sozusagen meine Tarnung aufgeben. Ja, und hast den erstmal erschossen. Ja, weil der ist einfach am wichtigsten. Werden. Dann hast du quasi nur noch die drei, die da übrig sind. Ja, drei oder vier. Mhm. Er sieht mich nicht, er würde mich so auch nicht sehen. Ich habe ihn durch den Lift nochmal angelockt. Und dann kommt er jetzt auch bis an die Kante. Und dann... Es kann sogar sein, dass die mich nicht gehört haben. Ja, die haben mich nicht gehört, siehst du? Wieso das denn nicht? Weil zu weit weg vielleicht. Ich habe leider noch nicht festgestellt oder habe einfach auch noch keine Waffe mit Schalldämpfer. Mhm. Das wäre natürlich ein Traum. Ach, das kriegst du bestimmt noch. Ja, ganz sicher. Hast ja schon viele Fähigkeiten dazu bekommen. Richtig, man kann sich die kaufen mit Erfahrungspunkten. Aber wenn es hektisch wird, dann bin ich auch immer noch nicht gut genug. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Aber wir warten es mal ab, wie es hier ausgeht. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Also ich weiß natürlich, wie es ausgeht. Das ist gut. Guck mal, siehst du, der hat mich nicht sofort gesehen. Dieses Ausrufezeichen mit dem Dreieck oben drüber, das füllt sich so langsam. Und erst wenn es ganz voll ist, hat er mich erkannt und schlägt Alarm. So ist jetzt gar nichts passiert. Das war mir auch nicht klar, dass die nicht sofort rufen. Also insofern kann man die natürlich jetzt einen nach dem anderen erlegen. Ich hangel mich mal von Kamera zu Kamera wieder, um zu gucken, ob die ich da... Die anderen Typen sind, ne? Ja, genau, da kommt dann noch einer. Den kann ich sprengen, das ist sehr gut. Also da explodiert dann irgendwie sein Handy oder ein Sprengsatz, auch nicht schön. Oh ja, ist ein bisschen schlecht, in seinem Handy einen Sprengsatz mitzuführen. Ja, oder wo auch immer der war. Jetzt gucke ich nochmal mit der Kamera, damit ich sehen kann. Aber das war jetzt natürlich, da hat mir der Zufall wirklich echt gut in die Hände gespielt, dass ich die schon mal ausschalten konnte. Jetzt kommt der da runter. Und guck mal, da sind ja rechts noch andere. Wieso sind die nicht rot? Weil die werden auch rot. Und der kann auch wieder rufen. Aber ich glaube, bei dem hatte ich auch Glück. Sind aber alles von der Intelligenz her eben nur mit einem Stein. Aber bei dem habe ich Glück, der läuft nämlich hier über das Ding. Und da steht noch einer, da stand noch einer. Und da konnte ich mit einer Sprengung gleich zwei erlegen. Und jetzt ist es soweit, ich weiß nur noch diese eine. Einer oder zwei sind es nur noch. Also das ist wirklich, ja zwei. Das ist wirklich gut gelaufen an der Stelle. Mein Kumpel. Du hast es schon mehrmals versucht vorher. Ja. Und da war es alles. Fünf bis sechs Mal. Ja, und natürlich mit der Bratz-Methode, das geht überhaupt nicht, kann man gleich vergessen. Und dann mit der Schleichmethode. Also ich finde die Schleichmethode, mir gefällt die sehr gut. Ja, mir auch. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, weil sie auch effektiver ist, als einfach da so reinzurennen. Und man soll natürlich das auch nicht so machen. Ne? Das ist ja klar, das Spiel sieht. Da kann man überall halt gucken mit den Kameras und so. Das macht ja eigentlich auch. Ich glaube, so ist das Spiel auch ein bisschen so gedacht. Ja. Du spielst ja sonst auch Wolfenstein. Da kannst du ja mit der Bratz-Methode immer durch die Gegend laufen. Das ist ja auch das Problem, wenn man wechselweise Wolfenstein und Watch Dogs spielt, muss man immer erstmal kurz überlegen. Ist man jetzt gerade? Also wenn ihr Wolfenstein sehen wollt, guckt einfach in die andere Let's Play-Serie. Da geht es dann manchmal etwas heftiger zur Sache. Hier ist das eigentliche Schießen sozusagen notwendiges Übel. Ne? Ich lasse mir dann noch Zeit, das müsst ihr jetzt aushalten. Man will das ja fertig kriegen. Ne? Die Atmosphäre ist wieder wirklich sehr, sehr schön. Ja. Und dieser Bahnbetriebshof. Ne? Das ist natürlich, ich habe gerade noch vorhin überlegt, wenn man so eine Stadt erstmal konstruiert hat für eine Spielekonsole, dann kann man die ja auch nachträglich immer noch erweitern. Man kann ja überall noch was andocken, später nochmal. Also wenn die Hersteller das wollten, ich glaube, sie machen es nicht, aber wenn sie es wollten, könnten sie es. Ja, achso, genau, da den Kran hochgefahren. Also man hat natürlich von diesen Sprengfallen nicht so viele. Das heißt, habe ich ja jetzt zwei benutzt oder drei, die sind dann einfach auch weg. Ne? Den kann ich ablenken, indem sein Handy klingelt oder hier, also da kommt so eine... Indem sein Handy klingelt, cool. Oder in dem Fall kommt eine SMS, hallo, ich schreibe für ein Militärmagazin. Ja, cool. Sehr nett. Dann ist er beschäftigt und das ist sein Untergang. Und was lernen wir daraus? Während der Arbeit keine privaten Sachen annehmen da hier. Ja, private allem, Telefonate. Genau. Aber deswegen hat er auch nur einen Rückenstreifen. Aber da konnte ich mich da richtig nah ran schleichen. Der da hinten, der sieht mich jetzt. Das gesehen, ja. Ja, aber es ist ja jetzt schon wieder weg. Bin schon wieder raus und jetzt hat er das nur irgendwie erahnt, aber dann mich doch nicht erkannt. Ich vermute mal, wie gesagt, das hängt am Schwierigkeitsgrad. Je höher, desto schneller sieht er. Und du bist jetzt auch vermummt, jetzt nur für die Mission oder was? Nee, das hat er ja immer, wenn er so eine Mission hat. Ja. Also ich glaube, sonst läuft er ohne diese Maske rum, aber wenn ich in einer Mission bin, stimmt, da hast du recht, dann setzt er sich diese Maske auf. Nicht, dass ihm das was nützen würde. Er läuft da oben lang. Das ist sehr gut.
Deckung ausnutzen. Ach genau, muss ich das leider, steht mir das im Weg. Dann fahre ich den hoch. Das war der letzte aus der Reihe. Dann habe ich sie alle. Der kommt jetzt und ich weiß noch nicht wie genau, aber jetzt gleich. Ich könnte wetten, dass der Boss in diesem Büro ist. Jetzt hat er mir geholfen da hinten mit seinem den Laserstrahl, den man da eben gesehen hat. Mhm. Da hat er dann doch mal wieder sich bequemt, auf jemanden zu schießen. So, das war's. Jetzt kann ich da reingehen und jetzt geht erstmal die Geschichte weiter. Achso, ich muss den Kasten hacken. Das sieht man ja wieder, das kennst du ja schon mit diesen flirrenden Linien. Muss man dann den Kasten finden, der das öffnet. Warum der da hinten angebracht ist, weiß auch keiner, aber so soll es eben sein. So, jetzt ist die Linie blau und die Tür geht auf. Und dann kommt eine kurze Zwischensequenz. Aber wir sind noch nicht fertig mit dieser Folge, das sage ich schon mal. Müssen wir mal schon gucken. Er gehört dir. Moment, Moment. Stopp. Wer soll den Knastjob erledigen? Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Bekannte Synchronstimme, finde ich. Was soll das? Wen spricht er denn sonst? Keine Ahnung, so aber aus, ich kenne die Stimme. Als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Fuck! Der Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Wer sagt, dass ich ihn will? Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Unwetter. An dieser Stelle habe ich mehrfach schneiden müssen, weil das ist der zweite Teil der Mission. Jetzt müssen wir nämlich weg von dem Gelände. Und hast du Probleme, oder was? Da hatte ich mehrfach Probleme. Also die Mission heißt, erledigen Sie alle Fixer, steht da ja auch, oder entkommen Sie. Und die ersten beiden Varianten habe ich versucht, alle zu erledigen, aber es werden so viele und dann ist noch der Hubschrauber da. Also habe ich die Nummer genommen, um abzuhauen und in der Hoffnung, dass ich irgendwie dass ich das überstehe. Aber sobald man nur ein, zweimal getroffen wird, ist eigentlich auch schon wieder Schicht im Schacht. Ja, wie im richtigen Leben halt. Wie gesagt, da vorne ist doch super. Was? Ja, ja, nein, es war auch, ist auch die einzige Möglichkeit an der Stelle für mich. Bei meinen Fähigkeiten, solche Spiele zu spielen. Weniger. Schnell einen Kopfschuss abgegeben. So, und dann wirklich abhauen und ins Auto springen und dann ist die Folge auch zu Ende. Und deshalb sagen wir schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du musst immer mit dem wir Kopf brauchen jeden verfügbaren Mann. Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Scheiß! Wo ist er hin? Der kann uns doch nicht abgehängt haben! Lassen wir es! Der Kerl ist weg! Ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci.
Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe.